Gibst mal bitte ein Bier? Der Alkohol kann ich nicht mehr verkaufen. Ab 11 Uhr ist Alkoholsperre. Hey, warum fängt denn dann so Zettel an? Es steht Freitag bis Samstag. Es steht Freitag ab bis 2. Ja, du lest es verkehrt, das ist alles. Nee, das ist nicht verkehrt. Doch. Wir können nochmal zusammen lesen. Wir können auch in die Volksschule gehen, links und rechts schreiben. Und dann kommt raus, welches Nummer 3344 ist. Das können wir auch machen. Gibst du uns bitte ein Bier? Es geht wirklich nicht. Bitte. Ja, aber doch nicht am Freitag. Ich stehe doch auf Freitag bis 2 Uhr. Steht drauf. Steht drauf. Entweder es stimmt, was hier steht, oder es stimmt nicht. Ja, das stimmt nicht. Ja, dann steht aber was Verkehrtes hier. Das ist ja Ihre Führung. Freitag. Ja? Hier steht Freitag von 2 Uhr bis 6 Uhr. So, diskutieren wir schon. Das ist ein bisschen gemeint, ja, aber ja, es ist 2 Uhr Freitag. Was steht da? Es steht Freitag bis 2 Uhr. Wir haben uns darauf verlassen, dass wir ein Bier uns mit auf den Heimweg nehmen können. Darf ich vorstellen, dass mein Brüder leiden? Jetzt, wie kann man das machen? Wie kann man das machen? Dass man das regelt. Wie regelt man das? Wenn das schriftlich da ist. Schriftlich ist es da, so. Aber wir können uns nicht verbal einigen. Nee, die große Liga. Das ist unmöglich. Und für was gibt es so eine Kasse? Es geht ja gar nicht mehr um das Bier. Im Prinzip geht es ja nur noch ums Prinzip. Ja? So, auf Wiedersehen. Also, tschüss. Habt ihr noch was zu trinken? Tschüss. 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 Tschüss, ihr Penner hier, ihr blöden Penner. Na und? Sag niemand so, Herr Penner, zu mir. Komm doch mal raus, du dumme Überzwerger, sagst du. Oh, ich auch. Was können wir machen? Wollen wir was essen gehen? Was ist das Toilette? So. So. Doch, so. Das ist so. Stimmt. Aber hundertprozentig. Nicht die Waschanlage. Obwohl, die kann man auch vielleicht noch benutzen. Au! Das ist Ingrid, kann man euch ein Bier abkaufen? Gemein, oder? Es ist einfach, es ist einfach. Kein Wunder, dass die Leder aufkommen. Man muss ein Schwein sein in diesem Welt. Ja. Ist das so? Manchmal, ja. Es sind ganz schön grob, die Leute. Es hat uns halt jetzt enttäuschend geärgert, weil wir haben das halt richtig gelesen und nicht also logisch gelesen. Ja. Wir haben uns damit auseinandergesetzt und uns gefällt das nicht, wie das Gesetz gemacht wurde, so, obwohl das da steht, schwarz auf weiß, und das wurde nicht so gehandhabt, wie das gehandhabt werden muss. Oder sollte. Oder sollte. Oder müsste. Oder müsste. Tschüss. Hoffentlich. Hoffentlich. Wir nennen uns Ramada, noch bereit hier nicht. Thank you.